liebe Freunde, so wie Sie dem soeben Gehörten gut gefolgt, werden Sie genau wissen, worum es hier geht. Es geht, einfach gesagt, um Sie selbst. Es geht hier um jeden einzelnen Menschen. Es geht hier um den wirklich wahren Glauben. Es geht hier um den Glauben an Gott. Und dieser beginnt erst, so der Mensch hier zur Selbstbesinnung kommt, sodass er weiß, was er für sich, was er für seinen Körper nötig hat. Ich weiß, dass die meisten Menschen, ja, ich müsste sagen, fast alle Menschen heute nicht mehr das Rechte von sich selbst wissen. Aber wenn wir, liebe Freunde, dieser Lehre, das heißt die Lehre Christi genau befolgen, dann werden wir, wie jeder auch im Einzelnen gesehen, den Erfolg für sich verbuchen können. Natürlich sind Menschen einer ganz anderen, einer rein menschlich-irdischen Lehre im Laufe der Jahrhunderte verfallen. Heute weiß der Mensch nichts mehr von sich. Er hat das natürlich, das Göttliche, beiseite gestellt. Er hat sich selbst aufgegeben. Er selbst hat es nicht mehr für nötig befunden, seinem Körper Beachtung zu schenken. Er tat einfach nur das, was er von sich aus für richtig hielt, so er es verstanden hat. Liebe Freunde, ich will mich auch Ihnen hier über das Mikrofon ganz kurz vorstellen. Nicht, dass Sie womöglich wieder mal in einem anderen Glauben verfallen. Ich sage es Ihnen ganz deutlich, ich weiß nicht viel. Ich weiß weiter nichts als nur das, was Menschen heute nicht mehr wissen. Nicht mehr wissen können, wie ich gerade soeben sagte, dass sie dem Menschlichen verfallen und dass der Mensch alles so menschlich und nicht mehr göttlich nimmt. Darum, liebe Freunde, ist es traurig, traurig um jeden einzelnen Menschen bestellt. Er findet nicht mehr den Weg, wie ihn dieser Weg von Christus aufgezeigt worden ist. Er weiß nicht mehr, was Wahres ist. Er, der Mensch, ist eher und mehr oberflächlich geworden. Er ist, praktisch gesagt, jeder großen Sünde verfallen. Ohne dass er es weiß. Ohne dass es überhaupt wahrnimmt. Ohne dass ihm überhaupt hier das Gewissen plagt. Das heißt, er fühlt es mehr oder weniger überhaupt nicht mehr. Was er fühlt, ist das eine, dass die Unstimmigkeit nicht nur um ihn, sondern in ihm eingedrungen ist. Und jeder dieser, auch Sie, liebe Freunde, werden sich selbst die Frage stellen, wie ist das alles nur möglich? Wie ist es überhaupt zu dem gekommen, dass das Übel ihren Körper erfasst hat, indem sie sich wirklich nicht mehr wohlfühlen? Indem sie doch die Wahrnehmung selbst gemacht haben, dass ihr Körper ihnen nicht mehr gehorcht, dass sie ihm keine Befehle mehr erteilen können, denn er ist gewissermaßen in einen Streit getreten. Hier und dort zwickt's und hier und dort sind Organe, die nicht mehr zueinander arbeiten. Das heißt, wie sie überhaupt den Auftrag zu schaffen haben, sodass dieser ihr Körper, wie er der Körper doch ein gesamtes Werk ist, aus dem wir, das heißt jeder Mensch, die Lehre ziehen sollte, dass Gott uns sein Werk in unseren Körper beigegeben hat und aus dem wir da dann erkennen können, wie groß und mächtig Gott ist. Aber ich weiß, dass viele, auch Sie, liebe Freunde, nicht das Geringste wahrgenommen haben. Sie haben eine ganz andere Lebensauffassung. Sie lebten demnach, die ihre Vorfahren es ihm vorgelegt und die ihnen dann eine Lehre mit auf den Weg gegeben und dass die Menschen sich mehr oder weniger nach dem irdischen Gesetz richten und dass sie womöglich alles nur dazu tun, um diesem auch zu folgen. Aber hier möchte ich jetzt nicht zu weit greifen, denn dann würden sie mich nicht
verstehen. Nun beschränke ich mich auf eines. Und das ist immer wieder nur das, dass der Mensch jetzt endlich einmal zur Selbstbesinnung kommt und dass er weiß, dass er ein göttliches Geschöpf, ein göttliches Wesen ist. Und dass Gott selbst es ist, der ihm diesen einen, seinen Körper, doch für ein Erdenleben verliehen hat. Das heißt, dass Gott uns hierher gesandt und dass Gott uns von dieser seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit nicht was, sondern das sagen und auch zeigen will. Aber wir sind nun mal erdgebunden, erdgebunden durch diesen, unseren Körper. Und da ist doch die erste Pflicht, die erste Aufgabe eines jeden Einzelnen, dass er diesem seinen einen einzigen Körper Beachtung schenkt. Und dass er diesem seinem Körper auch das zukommen lässt, was Gott für ihn bestimmt hat. Denn wenn ich jetzt zu bestimmten Gleichnissen übergehe, meine lieben Freunde, dann werden sie mich noch besser verstehen. Aber ich stelle fest, dass ich dieses auch deshalb tun muss, um ihnen das wirkliche Verständnis dafür beizugeben, damit sie erstmal sich selbst verstehen und damit sie erstmal zur eigenen Erkenntnis kommen. Aber dieses wird erst nur dann möglich sein, so sie sich selbst, deutlicher gesagt, ihrem Körper Beachtung schenken. Und indem sie, wo sie doch, das heißt, ihr Körper von dem Übel erfasst worden ist, wo sie selbst sagen, der ist nicht in Ordnung, sie würden das eine Wort gebrauchen, er ist krank. Oder hier und dort ist die Krankheit. Sie behaupten sogar, das ist ihre Krankheit. Ja, Freunde, von ihrer Seite aus gesehen, mag es richtig sein. Aber von der wirklich wahren göttlichen Seite aus gesehen, ist es grundfalsch. Denn das Übel ist um uns. Und der Mensch kann das leicht, sehr leicht in sich aufnehmen, so er sich nur ein einziges Mal in Vergessenheit bringt. Indem er wirklich nur auf Menschen hört, ob sie Erfahrungen gesammelt haben oder nicht. Denn hier im Leben ist es doch so unter den Menschen, dass die meisten von sich aus nur ihre Meinung ihnen sagen, nicht Überzeugung.